Ein Kämpfer, wie ihn sich jeder Reiter wünscht, der uns mit seinem Reiter Felix Haßmann in unzähligen Parcours begeistert hat. Mit vollem Einsatz, immer wieder den schnellsten Wendungen und der schnellsten Zeit konnten sie unzählige Prüfungen gewinnen. Ja, jetzt vor zwei Jahren, wo er den großen Preis gewonnen hat, so als letzter Starter, wenn er dann Springen gewinnt, da ist die Stimmung immer am besten. Er hat schon so viele Springen gewonnen, auch große Preise platziert, aber jetzt in München, das war schon Highlight am Ende von der Reiters Tour, das Finale zu gewinnen. In der Zucht sorgte Balsaki 2013 beim Bundeschampionat der Springpferde in Warendorf für Aufsehen. Als er aus dem ersten Jahr seines Zuchteinsatzes mit nur 4 geborenen Nachkommen gleich 3 Teilnehmer stellte. Ein Beweis, dass er neben seiner eigenen sportlichen Spitzenleistung auch die Fähigkeiten an seine Kinder weitergibt. Wir haben ja selber auch schon Nachkommen von ihm. Ich habe schon mit einem großen Preis sogar international gewonnen. 16 Jahre lang war er bei Familie Haßmann zu Hause. 13 Jahre gingen Felix und Balsaki durch dick und dünn im großen Sport. Ja, der gehört zur Familie. Er ist ja als Fohlen auf an. Er ist 16 Jahre bei uns im Stall gewesen, war nie irgendwo anders. Haben über die Körung, Springpferdeprüfungen ausgebildet. Und da wachsen die natürlich einer mit Herz. Vor allem, wenn da so Kämpfer sind mit so einem Charakter, dann ist natürlich noch emotionaler, sag ich mal. Balsaki wechselt nun sein Zuhause, seine neue Heimat, das Gestüt Bonhomme. Das ist ja ein absoluter Top-Dressurstall. Glaubst du jetzt, dass eine Lena Waldmann aus ihm auch noch ein Dressurpferd macht? Oh, das weiß ich nicht. Sie hatten schon mal schön geschoren, der sah top aus, als ich hier war. Aber ich glaube, ein Dressurstall wird sie nicht mehr draufschnallen, aber vielleicht reitet sie ja mal. Ganz aus den Augen wird Felix seinen Hengst nie verlieren. Feste Besuchszeiten hat er auch schon eingeplant. Auch Pferdepfleger Norbert wird Balsaki vermissen. Ich habe lange Zeit Balsaki beheimatet gehabt, von Anfang an. Ja, Balsaki war immer einer der besten Hengste, mit dem man sich vorstellen kann als Pfleger. Er hat nie Scheiße gemacht. Ja gut, außer wenn die Damen kamen, aber er war immer treu. Und ja, was soll man über Balsaki sagen? Balsaki hat Geschichte geschrieben. Das ist halt so. Balsaki. Hier vereinen sich Einstellung und sportliches Potenzial in Idealform. Danke dir, Balsaki, für so viele große Momente. Er ist einfach ein super Charakter, der hat immer gekämpft. Ich sag, irgendwie schlechte Zeiten gab es mit ihm gar nicht. Er hat immer schon von vierig an, wo ich ihn geritten habe, immer alles gegeben. War früher vielleicht ein bisschen wild, aber er hat jetzt im Alter auch. Konnte jedes, wenn du im Stechen warst, konnte immer gewinnen. Er hat immer alles gegeben und hat einfach immer riesig Spaß gemacht mit ihm.